sind wir mal ehrlich, warum soll ich mich hier hinsetzen und sagen, das sind die besten Filme des Jahres 2021? Was ein Quatsch, das entscheidet ihr alle schön selbst. Aber ich habe zumindest mal meine Überraschungen des Filmjahres mitgebracht. Also alles Filme, die mir irgendwie Bock gemacht haben, aus Gründen, die ich vielleicht so gar nicht erwartet habe. Nehmt es als Ergänzung, nehmt es als Empfehlung oder was auch immer. Ein Blick zurück auf 2021. Mein Name ist Günther Jauch, willkommen in der Filmfabrik. Und meine Liste startet mit einem Schwarz-Weiß-Kammerspiel. Ja, ich sag doch, Überraschungen. Malcolm and Marie. You know that I'm thankful. You know that I made a mistake. So why turn it into something more? Because about how you see this relationship. Look at me. I'm the last person standing. Hold on to me for dear life. Es war der erste Film, der unter Corona-Bedingungen gedreht und dann auch veröffentlicht wurde, zumindest so, wie es in meinem Kosmos irgendwie angekommen ist, irgendwie eine bisschen Zeitgeschichte und dazu mutig und anders, aber wirklich unterhaltsam, immer mit so einem künstlerischen Touch und trotzdem sehr gut verdaulich. John David Washington und Zendaya sind dabei, gibt es auf Netflix, den fand ich toll. Schwarzhumorig, Thriller, Comedy, gutes Thema. Ich hatte auch im Februar großen Spaß an I Care A Lot. There's two types of people in this world. Predators and prey. Überraschend da, vor allem für mich, wie beschissen den wirklich viele andere fanden, ich nicht. Alte Menschen, die abgezogen werden, ist jetzt eher ein seltenes Thema in großen Filmen. Hier in einer so perfiden Art, dann eben mit einem netten Twist. Ja, das ist jetzt nicht die feinste Klinge und hat einiges an Slapstick nach hinten raus, den es vielleicht so nicht gebraucht hätte. Trotzdem hatte ich auch an diesem Film großen Spaß, hatte ihn nicht auf der Pfanne und habe ihn dann aber trotzdem sehr gerne geguckt. Also Überraschung. Als nächstes habe ich ein Doppelpack. Justice League im Snyder's Cut und The Suicide Squad. Oh mein Gott! Scheiße, wir haben ein verdammtes Kreischen hier drin! Ich liebe den Regen. Ist, als würden lauter Engelchen auf uns abspritzen. Das sind beides Filme, die ja quasi nochmal neu gemacht wurden, weil sich die Welt auf Twitter und auf diversen Bewertungsplattformen einig war, das Ding canceln wir mal weg, das finden wir alle scheiße, sollen sie mal so schön drehen, wie wir es haben wollen. Und naja, was soll ich sagen, beide Versionen sind am Ende tatsächlich die besseren. Nicht, dass da jetzt irgendwie einmal der Film des Jahrhunderts bei ist, aber zu sehen, wie sich Visionen und Versionen unterscheiden können, wie eine Herangehensweise an Filme auch den Film verändern kann, das ist schon krass und überraschend gewesen. Das waren für mich zwei wirklich gute DC-Filme, die ich da dieses Jahr gesehen habe. Ich möchte diese Liste ein wenig anreichern mit einer Dokumentation, einer deutschen Dokumentation über Fußball. Schwarze Adler. Wir müssen noch viel dafür tun, dass der Mensch nur noch als Mensch gesehen wird. Diskriminierung, Ausgrenzung, Rassenhass. Ich liebe dieses Land, aber manchmal denke ich, die Würde des Menschen ist unantastbar. There's only one human race. So, und die ist jetzt hier nicht drin, weil ich irgendwie überrascht bin, dass diese Doku gut ist, sondern weil ich selbst von mir so ein bisschen entsetzt war, wie wenig ich über die Geschichte von Rassismus im deutschen Fußball wusste. Diese Doku ist so bemerkenswert, ein Streifzug durch die Geschichte bis hin in die heutige Zeit, wo es immer noch und gefühlt auch wieder vermehrt zu unglaublich dummen, beschissenen, rassistischen Aktionen kommt. Ich habe sehr viel aus dieser Doku mit rausgenommen. Tolles Ding, Schwarze Adler gibt's auf Amazon Prime Video. Es war Ende Juni 2021, da kam ein Film in die Kinos, eine Body-Switch-Comedy. Das sind solche Termine, wo ich jetzt nicht so sonderlich heiß drauf bin, aber dann gucke ich halt den Film mal an und dann denke ich mir, ach gut, ja, richtig gut. Richtig gut, dass ich hier drin war. Ich spreche von Freaky. Ich will meinen Körper wieder haben. Komm und hol ihn dir.
ich sehe aus wie der Butcher, aber ich bin Billy. Er ist verrückt. Okay, Booker, hier sieh mich an. Booker! Heul doch, Bitch. Booker, hilf mir! Booker! Hältst du jetzt mal die Klappe? Booker! Horror trifft auf Comedy, Klischee trifft auf Klischee. Wenn man glaubt, schon alles gesehen zu haben, kann es trotzdem durchaus nochmal gut funktionieren. Vince Vaughn gefangen im Körper eines Schulmädchens. Naja, es ist jetzt nicht so sonderlich funny, wenn man es direkt hört. Und ein nicht zu erahnendes Gemetzel. Da war was los, mein lieber noch eins. Mir hat das wirklich Spaß gemacht zu gucken. Absolute Überraschung dieses Jahr. Freaky. Beim nächsten Film ist es nicht die Überraschung, dass auch aus Dänemark gute Filme kommen können. Es ist auch hier vielmehr das Sujet, das mich überrascht hat, weil es sehr, sehr gut funktioniert. Das tägliche Leben unter Einfluss von Alkohol. Der Rausch. What a beautiful, beautiful ride. Es ist die Geschichte eines Experiments. Wie sehr verändert der Einfluss von täglichem Alkohol das Leben? Arbeitet es sich dann besser? Lebt es sich einfacher? Vielleicht so ein bisschen beschwingter? Mit dem Schwips? Und wie kann man aus diesem Experiment entkommen? Kann man es überhaupt? Mads Mikkelsen ist unter anderem mit dabei. Ich habe den auf Dänisch mit deutschen Untertiteln gesehen. Trotzdem oder vielleicht genau deshalb war das ein echtes Erlebnis. Den Oscar gewonnen als bester internationaler Film. Ist ja eine neue Kategorie, die es dieses Jahr das erste Mal gab. Und jetzt eben auch hier mit auf dieser Liste. Also die Ehrungen reißen einfach nicht ab für diesen Film. Drei große Filme hat ein gewisser Ryan Reynolds dieses Jahr herausgebracht. Einer davon ist auf dieser Liste gelandet. Rate welcher? Ihr habt noch 3, 2, 1. Es ist der hier. Ich werde kein guter Junge sein. Ich werde ein großartiger Junge sein. Okay, wow. Viel Spaß in einem Leben in Jungfräulichkeit. Und auf geht's. Free Guy. Quasi die Truman Show in einem Game. Und was gab es nicht schon für Kack-Gaming-Filme? Der hier gehört einfach nicht dazu. Eine fantastisch animierte Welt. Ich mag die Story. Ich liebe Ryan Reynolds in dieser Rolle, die natürlich wie Arsch auf einmal zu ihm passt. Gibt es mittlerweile auch auf Disney Plus. Gerne nachholen, wenn noch nicht geschehen. Ich war wirklich platt, wie gut und wie witzig das war. Und weil das ja hier kein klassisches Ranking sein soll, kommt mein persönlicher Film des Jahres einfach jetzt schon. Auch eine Überraschung, ne? Promising Young Woman. Und was hast du jetzt vor? Ich weiß nicht. Wieso müsst ihr immer alles kaputt machen? Wir waren jung. Wenn ich das noch einmal höre. Die platte Überschrift über diesen Film, Me Too, Rache-Thriller. Ja, das habe ich vorher gelesen, dachte mir, okay, dann ist es das wohl. Aber nichts da. Es ist eine so grandiose, pointierte, schwarzhumorige, aber auch schockierende Geschichte über sexuelle Belästigung, über Missbrauch und Vergewaltigung mit einer der quälendsten Szenen, die ich jemals im Kino gesehen habe. Ich sage nur, Kissen und Bett. Ein fantastisches Drehbuch, ein großartiger Cast. Nochmal, mein Film des Jahres. Und jetzt bitte einmal kurz festhalten, ich lehne mich jetzt mal super weit aus dem Fenster. Einer meiner Filme des Jahres, der kleine Insider-Tipp, so eine minimale Arthouse-Produktion namens Dune. Nein! Nur gemeinsam haben wir eine Chance. Was war das ein Zittern, ob dieser Film was wird? Wie groß war die Angst? Und die Überraschung für mich ist jetzt nicht, dass das dann doch so bombastisch geworden ist, sondern dass er selbst mich so gepackt hat. Bei aller Fanliebe müsst ihr zugeben, es ist eben auch ein sehr, sehr spezielles Genre, eine sehr spezielle Geschichte, ein besonderer Kosmos. Da kann jetzt nicht jeder mit. Ich zum Beispiel nicht so sehr und doch hat mich Dune einfach komplett gebannt. Optisch und akustisch eines der größten Kinoerlebnisse meines Lebens und dass mich sowas Technisches wie Kamera und Ton dann so hardcore aber auch in eine Story ziehen kann, die mich sonst eher nicht so tangiert, das ist wirklich bemerkenswert und in der Form auch überraschend. Vieles, was ich gerade zu Dune gesagt habe, gilt auch für meinen nächsten Film auf dieser Liste, The Last Duel. Eure Strafe für das Ablegen falschen Zeugnisses ist, dass ihr verbrannt werdet bei lebendigem Leib. Ich werde nicht schweigen.
Auch da steht wieder in großen Lettern MeToo drüber, nur spielt das Ding hier eben im Mittelalter. Ritterfilme und ich? Hä? Auch eher ein bisschen schwierig. Dieser Film beruht aber auf wahren Begebenheiten. Der hat es geschafft, mir im ersten Akt eine Schlinge um den Hals zu legen. In Akt 2 wurde er so ein bisschen dran gezogen und zum Finale war sie komplett zu. Eine unglaublich bedrückende Geschichte. Und die Frage, es gab sexuellen Missbrauch. Wem hört man dann zu? Wem glaubt man mehr? Eine Story, die im Mittelalter spielt und erschreckende Parallelen zu unserem Leben 500-600 Jahre später hat. Zwei Stück habe ich noch, zwei Filme noch. Und einer davon, der durchaus eher streitbar sein könnte, weil es schon mal einen Versuch gab, der in den kompletten Boden gestampft wurde. Jetzt nochmal ein Versuch und der ist geglückt. Zumindest für mich. Ich spreche von Ghostbusters Legacy. Los, los, los! Für mich hier wirklich der schmale Grat zwischen Neuerfindung und Auffrischung, aber auch dem Bewahren der alten Werte und liebgewonnenen ikonischen Gefühlen. Ich finde, das ist ein super Cast, da passt sehr, sehr viel zusammen. Ich saß in einem Kino mit sehr, sehr vielen verkleideten Hardcore-Fans, die immer wieder so Fanboy- und Fangirl-artig Woo! Gerufen haben in manchen Szenen. Und das war tatsächlich die Überraschung. Nicht, dass mir der Film gefallen hat, sondern dass da auch gute Stimmung war. And finally, für alle, die sich gefragt haben, na, was ist denn mit dem los? Es gab so viele Musical-Filme und der Otto, der nennt keinen, der labert doch sonst immer davon und sagt völlig unkritisch, Musical-Film, geil, da wird gesungen, top. Ja, Moment. Und ich habe mich jetzt sogar für zwei entschieden. Einmal die größere Überraschung, die auf Netflix lief. Tick, tick, boom. To wake up the generation. Es wäre eine Tragödie, dein Talent wegzuwerfen. So ein kleines artsy-fartsy-Musical-Filmchen mit einem tollen Andrew Garfield, einem Spitzencast, tollen Songs und wirklich rührenden, wahren Geschichten eines Musical-Talents, das alles in die Waagschale schmeißt, um seinen Traum eines Bühnenstücks zu verwirklichen. Die Überraschung hier, trotz dieses Arthouse-Flairs, total zugänglich und dann eben Andrew Garfield. Wow! Und eine noch schnell hinten raus, ist erst relativ frisch draußen, deshalb mal nur schnell noch die Erwähnung. Aber wie Steven Spielberg West Side Story nach 60 Jahren nochmal auf die Leinwand gepackt hat, das ist schon krass. Es ist das musicaligste Musical überhaupt. Da werden super viele das Kotzen kriegen. Aber man kann es einfach so sagen, das ist nicht nur bombastisch gemacht, es ist einfach wirklich die Wiederbelebung von diesem Ding. Deshalb nochmal als besondere Erwähnung West Side Story. Das Leben ist wichtig, mehr noch als die Liebe. Und damit sind wir dann tatsächlich durch. Das waren so meine Kino- und Filmüberraschungen des Jahres, über die ich mich wirklich gefreut habe. Vielleicht sind das jetzt nicht alles eure Lieblingsfilme des Jahres. Sehr wahrscheinlich sogar. Vielleicht sind es Filme, die ihr noch nachholen wollt. Natürlich gibt es auch noch etliche andere Filme, aber irgendwas muss man ja mal hier auswählen, anstatt 300 Dinger hier runter zu rattern. Und jetzt kann jeder, der möchte, Matrix fehlt oder House of Gucci oder Bond drunter schreiben. Das macht ihr. Und ergänzt einfach, was sind so eure Überraschungen des Jahres? Das interessiert mich viel mehr als so ein festgelegtes Ranking. Pass mal auf, das fand ich gut, das fand ich gut, das fand ich gut. Und vor allem Dune ist mein Film des Jahres. Das wird nämlich sehr, sehr oft kommen, glaube ich. Ich danke euch fürs Zusehen, danke euch für dieses Jahr. Macht es gut, kommt gut rüber in 2022, da sehen wir uns dann wieder. Bleibt gesund, bleibt vernünftig. Danke, Ende.